Willkommen zurück zu Enderal. Da liegt er immer noch. Dunvar. Ja, schlaf du schön. So, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Draußen sind 5000 Grad und hier drin geht's einigermaßen. Und da dachte ich mir, bevor ich mich jetzt in der Sonne verbrennen lasse, machen wir eine Enderal-Session. Ne? So, wunderbar. Zu Anfang vorneweg, was gibt es zu sagen? Wir sind ja jetzt hier, wir müssen mit dem mit Taylor widersprechen. Okay, dann machen wir das. Und ich habe mir einen Zettel gemacht bezüglich einiger Hinweise in Kommentaren. Und die werde ich dann nach und nach abarbeiten, weil ich habe natürlich wieder mal einiges übersehen und das ärgert mich. Und werde ich mir alles noch holen. Erstmal habe ich mir gedacht, komm, wir ziehen jetzt mal hier so ein bisschen die Geschichte weiter und dann gucken wir mal, was so links und rechts, warum sollte ich blutige Stofffetzen stehlen? Was so links und rechts am Wegesrand von uns wartet, was haben wir denn hier, warum sollte ich eine leere Flasche stehlen? Wer macht denn sowas? Hör mal. Nee. Gut, auf jeden Fall. Man kann nichts lesen. Stehlen. Ich kann ja nur klauen. Wieso kann ich hier nur klauen? Ach ja. Warte, ich muss erstmal die Quest markieren. Ach ja, Kopfgeld kann ich noch entgegennehmen. Das ist gut. Das muss ich auch noch. Oh, ich muss noch so viel machen. Ich muss noch so viel machen, um stärker zu werden. Davon brauche ich noch 7 Bücher. Alter, leck mich. Ach, ein Haus kaufen, ja, irgendwann mal. Ja, das muss ich auch noch machen, Na gut, aber erstmal sprechen wir jetzt mit dem guten Arantheal. Hallo? Was haben wir denn hier? Wieso ist hier Blut? Ach so, ein Heilungs... Ach, hier kann man schlafen. Ah, ich verstehe. Welche Quest habe ich denn jetzt? Hat sich eine Quest aktualisiert? Nee, ne? Ah. Das Amüsanteste daran ist, dass sie meist nicht mehr so frech und großmaulend sind, wenn man kurz davor ist, ihnen den Gar auszumachen. Haha. Ja, Schwertmeister. Mhm. Okay. Ach, ich müsste das Buch stehlen, ne? Ah, das ist ja widerlich. Ich will aber keine Bücher stehlen. Ich bin ja immer noch Gast hier. Noch gehöre ich ja nicht hier zum Ensemble, ne? So, kreative Lösung ausdenken müssen. Heute ist es soweit, Der Halunke wird zum Schafott geführt. Zack, Kopf ab. Ja, diese ganzen Geschichten, die kann ich immer noch mal lesen. Also das Buch läuft mir ja nicht weg. Hier ist alles nur zum Klauen. Ich will aber nichts klauen. Nö. Es sei denn, hier läge jetzt irgendwo ein interessantes Buch. Obwohl, warte mal, ist ja keiner hier, ne? So, meins. Das kann man ja dann immer noch mal lesen. Wofür ich auch irgendwann mal Zeit finden muss, die ganzen Bücher zu lesen, die ich habe. Weil das ist ja auch Geschichte, die einfach hier so mitgenommen wird, ohne wirklich darauf einzugehen. Der Pfad, nö. Ach komm. Wo geht's denn hier hin? Ah, ins Sanktum. Nö. Nee. Hier geht's auch ins Sanktum. Ja, dann gehen wir mal durchs Sanktum. Sanktum. Hallo. Da muss ich lang. Okay, gut. Das wäre doch mal ein Schwert. Hm. Oh, hier wird gebetet. Entschuldigung.
Was hat er denn so eilig? Ich möchte nicht stören hier bei der Andacht. Entschuldigung. Kannst du nur klauen. Wer klaut denn in der Kirche? Dann hast du aber wirklich einen Sturz gemacht, wenn du in der Kirche klaust. Mann, 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 Mann. Und ihr glaubt wirklich, es kann funktionieren? Das klingt abstrus. Ich glaube nicht, ich weiß. Und was den Söldner angeht, er mag zwar nicht der strahlende Hüter von Schloss Sternensund sein, aber er ist fähiger als die meisten eurer Männer. Ich will ihn. Und ihr werdet eure Chuchessa davon überzeugen müssen. Muss ich das? Na schön, ich werde sie überzeugen. Ihr hört von mir. Will ich hoffen. Auf bald. Redet ihr über mich? Prophetin, oh. Schön, euch wohl aufzusehen. Wie fühlt ihr euch? Wieso quatschst du mich so um die Ecke rum an? Wunderbar wie auch sonst. Das Ritual hätte mich töten können. Noch etwas durch den Wind, aber ansonsten in Ordnung. So ein bisschen schnippisch. Schnippisch. Oder ein bisschen so. Alter, mach das nicht normal. Ach komm, wir sind einfach mal nett. Sehr gut. Ich hatte keine Zweifel, dass ihr bestehen würdet. Okay. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist der Eid. Dann können wir uns endlich den dringlichen Dingen zuwenden. Gut. Worauf werde ich schwören müssen? Nichts davon. Ihr werdet schon sehen. Ah, okay, gut. Dann bin ich bereit, wenn ihr es seid. Na, bereit, wenn sie es sind. Die Zeremonie muss noch vorbereitet werden, also brauchen wir mindestens noch einen Tag. Kommt dann einfach wieder hierher. Auch wenn es mich schmerzt, noch mehr Zeit zu verlieren. Die Läuterung kommt näher. Erst diese Nacht hatte ich wieder einen dieser Träume. Was habt ihr gesehen? Menschen, die ich kannte. Auch euch. Aber nicht ihr habt gesprochen, sondern irgendjemand anderes. Etwas anderes. Nee, den hatte ich auch. Ich glaube, dass dieses Etwas, diese Wesen mit dem Zyklus in Verbindung stehen. Sie ließen Andeutungen fallen und spotteten, dass unser Kampf gegen die Läuterung aussichtslos sei. Es war eigentümlich. Genau dasselbe hatte ich auch. Ich habe dasselbe geträumt. Tatsächlich? Das ist interessant. Es muss etwas mit unseren Rollen als Boten zu tun haben. Vielleicht verbindet uns das. Irgendeine Vorstellung, um was oder wen es sich handelt? Ich weiß es nicht. Vielleicht Dämonen oder irgendwelche magischen Entitäten. Sie sind jedenfalls anders. Schwer in Worte zu fassen. Aber wenn sie tatsächlich den Zyklus verantworten, sind sie unsere Feinde. Das ist alles, was für den Moment zählt. Kommt morgen wieder. Dann sehen wir weiter. Okay, ja, ihr hattet erzählt, dass ihr 30 Jahre in Gefangenschaft wart. Ja, warum fragt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Jahre Isolation spurlos an einem vorübergehen. Das tun sie auch nicht. Worauf wollt ihr hinaus? Auch nur so. Ihr wollt, dass ich eurer Führung vertraue. Ein nachvollziehbarer Wunsch. Aber fragt zukünftig direkt. Ich bin kein Freund von Andeutungen. Also, ja, die Zeit hat Narben hinterlassen. Die Entwürdigung, der Hunger, um die offensichtlichsten Dinge zu nennen. Die Einsamkeit war aber das Schlimmste. Ironischerweise war das das Letzte, womit ich gerechnet hatte, wisst ihr. Von all den Dingen, die man einem Menschen antun kann, wirkt sie so banal. Aber das ist sie nicht. Entweder man entwickelt Methoden, mit ihr zurechtzukommen, oder man zerbricht. Glücklicherweise gelang mir Ersteres. Erinnerungen an die Zeit vor meiner Gefangenschaft, die Aussicht auf das, was danach kommen würde, diese Dinge waren meine Fenster zur Außenwelt. Sie haben mich daran erinnert, dass ich mehr war als diese ausgemergelte Gestalt in den Gewölben. 30 Jahre Isolation, das ist schon hart.
Und dann wart ihr plötzlich wieder frei. Wie hat sich das angefühlt? Seltsam. Alles erschien mir so grell und unwirklich. Gerade im Kloster von Narazuls Magiern fiel mir das auf. Ich hatte Schwierigkeiten, mit Menschen zu sprechen. Und immer wenn ich es tat, kam es mir vor, als wäre mein Gegenüber eine Wachsfigur, vor mich gestellt, um mich zu verhöhnen. Und wie ist es mittlerweile? Besser. Unsere Mission, meine Verantwortung hier als Großmeister, es hat mir geholfen, wieder in der echten Welt anzukommen. Gut. Mich überrascht, dass ihr nach dieser Erfahrung gleich wieder zurück in den Dienst getreten seid. Was wäre die Alternative gewesen? Ein Leben als Fischer? Naja, auch wieder wahr. Gerade was mir widerfahren ist, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich jetzt hier bin und tue, was ich tue. Das ist es doch, woran es der Welt fehlt. Menschen, die ihren Willen nicht von einem Schicksalsschlag zerstören lassen. Da hat er echt recht. Gut, fragen wir hier nochmal wegen des Zyklus. Ja. Über die Boten erzählen, der Kreislauf, diese Vision, die ich habe. Ja, erstmal hier, die Vision, die ich habe. Wie gesagt, mein Wissen ist begrenzt. Aber stellt es euch so vor, als dass es euch einen Einblick in das ermöglicht, das uns Menschen verbindet. Unser Unbewusstes. Ihr meint den Ort, von dem auch eure Träume kamen. Ja. Wisst ihr, die meisten Menschen begreifen sich als von dem Rest der Welt abgetrennte Entität. Und obwohl das teils der Wahrheit entspricht, gibt es etwas, das uns verbindet. Dunkle Ecken unseres Geistes, auf die wir selbst kaum Zugriff haben. Man muss über keine übernatürlichen Gaben verfügen, um das zu spüren. Ihr hattet es sicher auch schon mal. Einen Moment, in dem ihr genau wusstet, was der andere denkt oder gleich tun würde. Gerade Menschen, die sich im Blute nahestehen, Kinder und ihre Mütter, Geschwister, besonders Zwillinge, fühlen diese Verbindung meist stärker als andere. Also wollt ihr sagen, irgendwie sind alle Menschen miteinander verbunden? Korrekt. Und während die meisten diese Verbindung bestenfalls durch ein dunkel getöntes Glas sehen, steht für euch in den Momenten, in denen ihr diese Visionen habt, das Fenster weit offen. Aber wie erklärt ihr euch dann, dass ich Erinnerungen der Pyrea sehen kann? Ihr Körper vielleicht, aber die Spuren, die sie hinterlassen haben, nicht. Alles, was war, alles, was ist und alles, was jemals sein wird, es existiert bereits im Meer der Eventualitäten. Das ist die Grundlage der Magie. Und Zeit. Zeit ist keine gerade Linie. Nur die Barrieren unseres Geistes lassen sie uns so erleben. Visionen, Vorahnungen, Träume, die Realität werden. Es sind alles Wellen aus dem Meer, die in unsere Wirklichkeit überschwappen. Es gab schon immer Menschen, die sie lesen konnten, aber keine konnten es so gut, wie ihr es durch das Echo könnt. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das hört, aber mein Hund träumt gerade echt heftig. Dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung, wie lange das schon geht? Die Pyrea sprechen davon, dass es bereits seit Äonen so geht. Seit diese Welt, seit das Meer der Eventualitäten besteht, besteht auch der Zyklus. Es scheint eine Konstante der Existenz zu sein. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu brechen. Das ist, entmutigend. Den Pyräern ist es nicht gelungen. Und den Dutzenden Zivilisationen vor ihnen auch nicht, so viel wissen wir. Aber was davor war? Der Blick in die Vergangenheit ist begrenzt. Fakt ist, dass der Zyklus für uns eine reale Bedrohung darstellt. Und das ist alles, was für den Moment zählt. Stimmt. Stimmt. So, kannst du mir noch mehr über die Boten erzählen? Das kommt darauf an, wen ihr fragt. In manchen Aufzeichnungen der Pyräer werden wir als Auserwählte bezeichnet. Aber das halte ich für falsch. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Was auch immer hinter dem Zyklus steckt, es hat uns Kräfte gegeben und damit eine Aufgabe. Aber es liegt an uns, sie zu erfüllen. Und ihr habt keine Vermutung darüber, warum genau wir beide Boten sind.
Nein, habe ich nicht. Was genau sind unsere Aufgaben? Genau kann ich euch das nicht sagen, nur andeutungsweise. Meine ist es, den Kampf gegen die Läuterung zu leiten, die Kräfte zu einen und eure, die Vergangenheit zu lesen und uns das Wissen zu verschaffen, das für einen Sieg notwendig ist. Wie genau das geschieht, das müssen wir herausfinden. Okay, gibt es außer uns noch andere Boten? Das weiß ich nicht, aber es gibt Andeutungen. Wir werden sehen. Okay, wir haben alles durch. So, da wurden wir doch ein wenig informiert vom guten Arantial. Jut, wir haben einen Tag Zeit. Wir haben einen Tag Zeit. Wo ist er hin? Wo will er hin? Ich kann nur klauen. Ich will nicht klauen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gelesen, ne? Ja. So. Der Pfad. Ach, ihr mit eurem Pfad. Religiöses Geplapper. Gut. So. Wo geht's denn hier raus? Oh, wer bist du? Aspirant. Gut, wir haben einen Tag Zeit. Was machen wir jetzt? Wir könnten eben erstmal das Kopfgeld einstreichen. Darauf warten, dass der Ladebildschirm vorbeigeht. Mal fast zum Gruß. Was? Hallo? Ja. Oh, Regen. Oh, wie schön. Oh, jetzt Regen wäre toll. Mal fast zum Gruß. Dann würde ich hier nicht sitzen. Was? Warum? Puh. Endlich habe ich euch gefunden. Hier, ein Brief für euch. Wen interessiert denn meine Meinung schon? Naja. Ach komm, hier, Kleiner. Was? Oh, das ist sehr großzügig von euch. Sichere Straßen wünsche ich und möge sein Licht euch leiten. Jeder Tag wieder letzte Teil 2. So ist es. So, den Brief lesen. Ja, das habe ich doch vor. Ach, Quatsch. Nein. Nein. Wo ist er jetzt? Schönes Fräulein, herzlichen Glückwunsch zu deiner Aufnahme in die Reihen des Ordens. Du kennst meinen Standpunkt zu deinen neuen Schwestern und Brüdern ja bereits. Aber nach unserem letzten sehr erfreulichen Gespräch im Tanzenden Nomaden würde mich das Wissen, dir nicht zumindest in Person gratuliert zu haben, nachts um den Schlaf bringen. Falls es dir deine heiligen Pflichten also erlauben, triff mich an der alten Wachturm westlich von Ark. Jasper, Jasper. Das eben. Abends am Wachturm vom Ark treffen. Ja, dann machen wir das doch mal eben. Dann treffen wir den guten Jasper. Ein bisschen schnacken. Kann ja nicht schaden. Dum, 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 dum. Halt, wo ist denn der überhaupt? Komm ich da irgendwo irgendwie hin? Am alten Wachturm westlich von Ark. Ach. Jetzt nimm doch das.
ist er, ja, aber nimm das Ding hier weg. Oh, ernsthaft? So, Marker entfernen. Da muss ich hin. Das heißt... Nö, ich muss zu Fuß gehen. Wo bin ich überhaupt? Hä? Bin ich gerade blöd? Ich sehe meinen eigenen Marker nicht. Wahrscheinlich, weil ich im Tempel bin, ne? Wer seid ihr? Du hast mich nicht gesehen. Schreitet wohl, hallo. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Der Orden dementiert das vehement. Das nicht wahr? Lüge. Alter, jetzt reiß sie mal zusammen. Komm. So. Madame de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Ja, das passiert nochmal. Finde dich damit ab. Finde dich doch damit ab. Dup-dup-dum. Ach, schön die Musik. Meine Meinung will ja keiner hören. Ja, ist frustrierend, ne? Ja, Feuer. Mal schauen, was der gute Jasper von mir möchte. Drachen, ja genau. Und dann kämpfen müssen wir noch gegen Drachen kämpfen. Ne? Irgendwann kommen wir doch garantiert in dieses Gebirge. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, guten Tag. Oh. Ein Sympathieverlust. Eine Waffe, die ihr da habt. Ja, ist meine. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Halt, bremst. Da muss ich lang. Keiner treibt die Schweine in den Stall. Ihr solltet gegen frühen Abend wiederkommen. Es ist früher Abend, oder? Ach, ich will doch nur die Uhrzeit sehen. Warte mal, sehe ich die Uhrzeit? Kann doch nicht so schwer sein. Es ist früh morgens. Oh. Warum sagt mir das denn keiner? Es ist früh morgens. Hm. Gut, dann behalten wir diese Quest mal im Hinterkopf. Was haben wir denn in der Nähe?